Kannst du aber Disco machen hier. Meine Schwester braucht ein neues Zimmer. Selbstlosigkeit soll ja auf jeden Fall auch belohnt werden. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mach mal mit Obi. Das sind Marie und Sophie. Hallo. Hallo. Die beiden waren letzte Woche auch schon da. Falls ihr die Folge noch nicht gesehen habt, dann checkt die auf jeden Fall auch noch ab. Die beiden sind nämlich quasi die Gewinnerinnen unseres Makeover-Contests. Wir haben einen Aufruf gemacht, wessen Zimmer wir cool machen wollen. Ihr beide habt gewonnen. Genau. Beziehungsweise du hast ja sie vorgeschlagen, ja, ne? Das war ja sehr nett von dir. Ja, total cool. Sie hat einfach gesagt, meine Schwester braucht ein neues Zimmer. Und Leute, das machen wir natürlich gerne. Wir sind in Hochtouren dabei. Oh. Und da das ja eine richtig große Überraschung werden soll, ihr wisst ja gar nicht, was wir gerade bei euch in den Zimmern machen, dann müsst ihr es halt auch ein bisschen anders eure Zeit vertreiben. Ihr dürft uns leider nicht zuschauen. Das soll ja eine Überraschung werden. Also, ja, raus. Tschüss. Raus aus dem Bild. Bye. Und ich bin schon wieder. Selbstlosigkeit soll ja auf jeden Fall auch belohnt werden. Sophie hat ja Marie hier beworben für Maries Zimmer. Aber Sophie soll natürlich auch nicht zu kurz kommen, nicht wahr? Ja, wir haben uns da was Cooles überlegt. Und zwar wollen wir eine Fotowand machen. Da haben wir gehört, dass sie so ein bisschen Fotografie begeistert. Wir sehen auch schon so einige coole Bilder hier drin. Machen wir eine richtig coole Fotowand. Und vielleicht ist es auch ein richtig cooler TikTok-Hintergrund, würde ich sagen. Ne? Ja, das könnte auch sein. Wir haben hier jetzt schon so eine riesige Platte. Die haben wir schon angemalt in so einem wunderschönen, was ist das? Peach. Rosa Peach. Peach. Und ich würde sagen, ein Ort. Yeah! Darf natürlich auch nicht fehlen. Genau, wir haben hier noch so eine richtig coole Pflanzenwand für den extra Insta-Kick. Und das Ganze wird jetzt einfach mit einem Tacker festgetackert. Oha! Ja, okay. Alles klar, den Part lasse ich dann wohl Moritz machen. So. Der nächste Schritt ist ein Oh yeah. Das darf natürlich fehlen, ein Oh yeah. In einem genau, Zimmer. Das ist so ein Leuchtding offensichtlich. Genau, und das hängen wir jetzt ungefähr hier. Achso, auf die Hälfte. Wow, das ist ja wirklich cool. Ja. Wild hier. Ja, das ist richtig cool. Und das Allercoolste ist, wir haben auch noch so Abstandhalterteile, dass es quasi nicht direkt hier so drauf ist, sondern mit so ein bisschen Abstand. Ich würde sagen, das Kabel lassen wir natürlich auch verschwinden, weil die coolen Fotos müssen natürlich weg, das lassen wir durch. Aber was da drunter? Jetzt, ich sehe deinen Finger aber nur noch nur. Jetzt habe ich's. Ja. Kannst du aber Disco machen hier. Okay, komm mal hoch. Hast du einen Bohrer? Ein Akkuschrauber. Ich zauber mir Bohrer. 3, 2, 1. Wow, oh, wow, das ist ein Bohrer. Das hier kommt jetzt da. Druff. Da druff. Das schaffst du. Das wirst du hinkriegen. 1, 2, 3. Aber noch nicht ganz reinmachen. Jetzt haben wir hier irgendwo auch. Du hast es ja perfekt festgemacht. Hä? Ja, hier ging es ja nicht, weil du ja gemeckert hast, weil es zu laut war. Ich dachte, du warst fertig. Nein. So, hier ist ein Loch und das müssen wir jetzt irgendwie hinkriegen. Genau. Was hat es dir getan? Wundervoll, ein Oh yeah, im Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Das war's noch nicht. Wir haben jetzt noch einen absoluten Special-Effekt. Und zwar. Wow! LED-Wand! LED-Leuchten, die wir gefühlt jedes Mal haben, weil es macht einfach alles cooler. Und das Allercoolste ist, dass wir das jetzt nicht einfach hier so drauf machen, sondern so dahinter, dass das halt so Nein. Back-Richtung ist. Nein! Das ist eine super Position hier, Leute, ne? Das geht. Okay, Moritz, wir hängen den Bums jetzt auf. Das sieht richtig cool aus. Gut aus. Kannst du mir helfen? Ja, ich versuche mein Bestes. Okay, aber Leute, das Endergebnis zeigen wir euch natürlich gleich. Das seht ihr zusammen mit Marie und Sophie. Wir kriegen das schon hin. Julia, ich habe dir ein paar Utensilien gebracht. Wundervoll. Und ich hoffe, ich falle nicht um. Oh Gott. So, was machst du denn jetzt Schönes? Mach den Schreibtisch fertig. So, Julia, du hast doch den Megaplan hier gehabt. Was müssen wir noch machen? Also wir müssen auf jeden Fall das Schlüsselbrett noch da dran machen. Okay. Kannst du machen? Ja, let's go. Ich helfe dir, ich muss es eh festhalten. Wo ist es? Hier ist es. Da ist es. So, hast du einen Akkuschrauber? Sehr schön, hast du Schrauben? I have a Akkuschrauber. I have Schraubis. Oh, that's wundervoll. So, let's go. Dann machen wir das schnell dran. Und damit. Und es muss auf jeden Fall das Regal noch fertig gemacht werden, aber ich würde sagen, wunderbar. Dass wir jetzt erstmal zu den beiden runtergehen und die ein bisschen entertainen, weil ich glaube, denen ist da echt langweilig. Ja. So, Freunde, damit euch hier nicht langweilig wird, während wir euer komplettes Zimmer verunstalten oder vielleicht auch schöner machen, wer weiß, haben wir euch noch ein schönes Spiel ausgedacht. Julia, erklär es doch. Genau, wir haben nämlich den ultimativen Zwillingstest vorbereitet, um zu gucken, ob ihr euch auch
innerlich so ähnlich seid wie äußerlich. Dafür setzt ihr euch am besten jetzt mal hier auf die Bank und zwar Rücken an Rücken, damit ihr auch nicht die Antworten von dem anderen erluschern könnt. Und ihr bekommt jetzt beide jeweils so ein Ding hier und da sind eure Anfangsbuchstaben drauf. Und wir stellen euch Fragen. Und was ihr glaubt, welche Person von euch das eher machen würde. Okay, aber bevor wir anfangen mit dem Spiel, glaubt ihr eigentlich, dass ihr euch sehr ähnlich seid? Ich würde sagen, äußerlich schon. Charakterlich. Also ich würde charakterlich schon sagen, so halbe. Also früher waren wir uns ähnlicher als okay. jetzt. Ja. Okay. Fangen wir an mit Frage Nummer 1. Wer verbringt mehr Zeit vor dem Spiegel? Oh, eine einheitliche Antwort. Oh. Wunderbar. Das fängt schon mal gut an, auf jeden Fall. Okay. Sehr gut. Okay. Wer ist mehr am Handy? Das geht. Unstimmigkeiten. Es geht. Du bist auch viel. Du bist eher am Computer. Wer ist handwerklich begabter? Das ging schnell hier auf der einen Seite. Oh, okay. Auch wieder einig. Ja, aber es geht. Also wenn sie ein Problem hat, dann musst du sie ankommen. Okay. Perfekt. Julia, die nächste Frage bitte. Okay, natürlich gar kein Problem. Wer ist besser in der Schule? Oh oh. Das ist. Oh, okay. Ja gut, da kann man sich ja auch nicht eigentlich einig muss man oder nicht einsehen, oder? Man kann dazu sagen, gleich gut, aber wir hatten das letzte Zeugnis komplett gleich. Was? Aber der Vorzeugnis hatte die 2 Noten besser. Also jetzt mal so ganz ehrlich, Hand auf Herz. Hat jemand schon mal hier die Prüfung des anderen geschrieben oder ist das hier... Das wäre schön, aber da wir in die gleiche Klasse gehen, geht das halt etwas schwerer. Achso, hier, Julia, die nächste Frage, bitte. Mhm. Okay, so, wer hat den besseren Style? Und das ging schnell. Alles klar. Sie hasst shoppen. Sie hasst einfach shoppen. Ja, ich auch. Dann sind wir auf jeden Fall weiter hier. Dann check. Ich auch. Aber das Gute an Zwilling sein ist, dass nur einer anprobieren muss. Du siehst deine Größe, dein Aussehen, den Klamotten. Das reicht, wenn einer probiert. Ja. Wer hat die nervigste Angewohnheit? Ich muss überlegen, welche. Welche von diesen 1000 Angewohnheiten? Okay, eine Antwort haben wir. Was hast du? Wieder einig, krass. Überall einig, crazy. Ja klar. Immer wenn nach der Schule legt sie einfach ins Bett und macht gar nichts. Das und dann macht sie auch, ich muss das noch machen und das noch machen. Sehen wir aber auch alle, ne? Ehrlich gesagt, also ja, das sehe ich natürlich komplett. Wer ist wählerischer beim Essen? Okay. Ein Feinschmecker. Aber ist es bei euch auch so, dass ihr die gleichen Sachen mögt oder nicht mögt? Also wenn ihr irgendein Gemüse nicht mögt oder sowas, mag der andere das dann automatisch auch nicht? Ich würde sagen, in den meisten Fällen so. Wer redet mehr? Ganz klar. 100%ig. Okay. Dazu dann, wer ist schüchterner? Ja. Okay. Wer kann besser mit Geld umgehen? Leider mit schon. Mit Geld? Das gibt Geld aus. Schnell. Ich gar nicht. Wer kann mehr essen? So krank. Okay, krass. Ich wollte gerade sagen, ihr seid euch krass einig, aber das ist bis jetzt mal alles fast gleich, ne? Außer eine und diese ist. So, das war die letzte Frage. Bis aufs Ende. Jetzt wart ihr euch eigentlich auch fast immer einig, ne? Sehr, sehr gut. Würde ich sagen. Also ich würde sagen, der Test ist bestanden. Ja. Aber die jetzt Arbeit glauben wir euch, dass ihr Zwillinge seid. Ja, jetzt glauben wir es. Die Arbeit ruft, aber wir müssen wieder euer Zimmer weiter machen. Ja, genau. Viel Spaß. Viel Spaß noch. Tschüss. Habt Angst. Ja, das haben wir. So, die letzte Kiste, Ding. Wow! Und dann sind wir gleich fertig. Wow, es ist einfach wirklich wunderschön. Und wir haben ja noch so richtig wilde Features, wie zum Beispiel dieses USB-Ding hier. Und? Ja, damit das alles nicht so ein Kabelsalat gibt, machen wir noch so ein schönes USB-Teil hier rein. Achtung. So reinfribbeln hier, dann haben wir das. Okay, hier kommen jetzt noch Pflanzen hin. So, perfekt. Jetzt kann ich mein Handy einfach laden, hier am Schreibtisch chillen. Es sieht so cool aus. Ich komme jetzt noch mit den letzten Deko-Pieces hier zu dir. Kusch dich mal. Kuschen. Husch. Wow. Ey, das sieht so toll aus. Wow. So cool. Es ist Zeit. Wir werden die beiden jetzt mal hochholen. Leute, ihr habt ja die Wand in Sophies Zimmer auch selber noch nicht gesehen. Also das wird richtig krass. Ey, ich habe das vorhin schon mal so ein bisschen durch den Spalt gesehen. Das ist wirklich krank. Also wirklich, ich würde mich extrem freuen. Leute, würdet ihr euch freuen? Ich würde mich freuen. Also, wenn die sich nicht freuen, dann bin ich... Stell mal vor. Nein, wenn sie nicht. Komm, holen sie. Wir holen sie. Ich hab Bock. Oh, da sind wir wieder. Seid ihr bereit? Oh, ja. Yes. Okay. Seid ihr aufgeregt? Ja, auf ihr dürft wahrscheinlich nichts sehen, deswegen setze ich sie mal kurz. Da kannst du auch selber aufsetzen, dann ist besser. Diese Brillen hier auf, diese kleinen. Oh Gott, man sieht gar nichts. Oh, ich freue mich so, das wird so cool. Okay, wir nehmen euch jetzt mal eine Hand. Achtung, Achtung, ja, Julian, wir sind da. Achtung, 1, und jetzt 2, 1. Führen wir euch mal rein in euer neues Paradies. Oh mein Gott, ich fühle mich wie bei dieser einen Sendung. Oh Gott, das haben wir gemacht. Oh, oh mein Gott. Oh Gott, ich bin so gespannt. So, also ich würde sagen, ihr könnt eure Brillen abnehmen in 3, 2, 1, go!
Dieses Kissen. Ey, das ist ganz oh, krank, oder? Das sieht so krank, cool oder? Aus. Schreibtisch. Hier, diese Schreibtisch, ey, das ist so wow. Ganz kurz, dieses Kissen ist so geil. Du hast hier jetzt einen neuen Schreibtisch, eigentlich. Guck mal, wie perfekt ist dieser Platz hier ausgesetzt. Du kannst hier dein Handy laden, da ist ein Limonade-Ding da dran. Oh mein Gott. Sehr, sehr, sehr cool. Geile ist, guck mal an diesem Nachttisch hier, da sind auch noch Kabel. Alles ganz klar. Damit halt nicht so viel Kabel da ladest und so. Und genau, deinen Schrank kann man behalten. Ja, den haben wir nicht weggeschmissen. Aber der und andere ist leider aus dem Fenster geflogen, aus Versehen. Also ich hab den so in der Hand gehabt, aber man ist aus dem Fenster geflutscht. Das ist irgendwie ganz verrückt gewesen. Aber hier ist jetzt an der Stelle das, die schöne Pflanze, die ihr ausgesucht habt. Guck mal, hier hängen sogar die Bilder, die wir vorhin gemacht haben. Richtig gut. Und das Teil hier, dieser Bilderrahmen, der wurde übrigens von Emir und Jesse gebaut, den TikTokern. Aber wenn ihr auch wissen wollt, wie man so ein wunderschönes Makramee selber zu Hause nachbaut, dann gibt es die Anleitung jetzt auf obi.de/machmal. Schaut vorbei. Cool, oder? Oh mein Gott. Von den beiden. Handgemachtes Ding. Handgemacht, wow. Ja. Kleinigkeit. Und wenn ihr gleich denkt, oh yeah, dann weiß ich auch nicht. Stopp. Okay, dann würde ich sagen, mal wieder, nehmt eure Brillen ab. Wow. Oh yeah. Das ist voll krass. Das cool, oder? Oh yeah. Oh yeah, ja, da ist es. Ja, das wollte ich hören. Ja, ich glaube, hier ist wirklich so euer neuer TikTok-Fotospot. Ich habe das ja schon. Also wenn ich hier nicht fliege, guck auf meinem Kanal vorbei, wenn das hier nicht auf. Ich würde sagen, wir machen das erste TikTok hier. Ja, jetzt wird die Wand hier direkt mal ausgetestet. Es sieht so professionell aus, ne? Ja, sieht so cool aus. Okay, sind alle bereit? Oh yes. Nein. Okay, okay. Countdown starten. Ah, was haben wir gefunden? Wir klatschen einfach. Oh mein Gott, ich kann das gar nicht. Es sieht so fest. Das ist so lost. Was machen wir beide da? Leute, wir üben das jetzt noch ein paar Mal und dann machen wir ein richtig gutes TikTok. Ich glaube, das ist noch besser, Barre. Das kriegen wir hin. Also der Hintergrund ist gut, wir waren jetzt ein bisschen fail, muss man dazu sagen. Ja, gut, aber das lässt sich alles, ja, noch, lässt sich alles noch überarbeiten. Aber Leute, wir hoffen, euch hat dieses Video gefallen. Wenn es gibt, ihm auf jeden Fall unbedingt einen Daumen nach oben und schreibt in die Kommentare, was ihr am coolsten findet, genau, von diesen Sachen. Also ich muss sagen, die Wand ist schon geil. Also ich hoffe auch ihr werdet ein Abo auf diesen wunderschönen Kanal da lassen, damit wir noch mehr Makeover machen können, noch mehr Leute glücklich machen können, ja, noch mehr Zimmer, noch mehr Action, noch mehr Freude. Lasst ein Abo da, meine Freunde, und ich würde sagen, wir sehen uns. Tschüss.